So, Herrschaften, bitte. Wenn ihr mal alle aufsteht, Silvester, Bier weg. Hilf einer Mattensammlung, bitte. Ja. Folgendes, wir machen jetzt eine kleine Auflockerungsübung, eine kleine Geschichte. Wenn sich bitte mal alle im Halbkreis jetzt aufstellt. Ja, Halbkreis, ja. So geht's. So, Herrschaften, Konzentration bitte. Das Leben ist ja sehr brutal und die Welt ist schlecht, wie wir alle wissen. Darum machen wir jetzt zur Auflockerung eine kleine Selbstverteidigungsübung. Ja. Weil Mensch sein heißt an und für sich auch sich wehren können. Ja. Die Devise ist immer, wer mich angreift, wird ganz normal vernichtet. Ja. Wie wir drüben sagen bei uns in Amerika, I wasted him. Hm? Ihr Bärenmann, der mir hilft, wenn was ist, gell? Schöne Frau, im Ernstfall können Sie den Herrn ganz normal vergessen, glauben Sie mir das. So, Silvester, auf die Matte bitte. Ja. Der Herr Silvester wird mir jetzt angreifen, schöne Vier ums Eck, komm. Wird mir angreifen mit einem imaginären Messer, etc., etc. Ja, und ich werde mich, wie es sich gehört, verteidigen. Also komm, geht los, komm. Komm. So ein kleiner Siebere, jetzt käme ich nochmal eine Usuki-Gere auf die Nase oder was, wäre dann wahrscheinlich mit tödlichen Folgen in dem Fall. So, Tote wegräumen bitte. Wer möchte jetzt probieren? Nein, Moment, natürlich, wir machen das jetzt ganz langsam, ganz sanft, ganz phasenweise. Ja, also. Was Sie? Warum nicht? Könnte ja auch einmal angegriffen werden von einem Sittenunhold zum Beispiel. Ich habe zu Hause ein Buch über Selbstverteidigung, da möchte ich wissen, ob ich richtig trainiert habe. Jetzt gibt es einmal Ruf die Rettung. Ja. Liebe Frau Kaiser, bitte denken Sie an Ihr Alter. Mhm. Das hat damit nichts zu tun. Also bitte. Greifen Sie mich an mit Messer oder ohne Messer, es ist mir ganz egal. Ja, mein Gott, Sie haben glaube ich selber gehört, die Dame bützt das ein. Ich übernehme natürlich keine Verantwortung. Alles klar? Bitte. Yes. Oh. Aber das ist ja Mörderin. Ja, und wie soll denn gerade dorthin? Ich weiß, es ist nicht sehr vornehm, aber effektiv.